Nach der überraschenden Auswärtspleite bei Novi Passa hat Sparta Lichtenberg am 5. Spieltag der Berlin-Liga einiges gut zu machen. Dragan Kostic und sein Team sind zu Gast bei Berlin Türkspor, sind zu Gast auf dem Rasenplatz am Heckerdamm. Die Gastgeber sind ihrerseits richtig gut in diese Saison gestartet. Nach 4 Spielen sind bereits 9 Punkte auf dem Konto, die starke Konsequenz Tabellenplatz 2. Das Team von Trainer Benici hat also einiges an Selbstvertrauen getankt und das sieht man auch zu Beginn dieser Partie. Berlin Türkspor in den weißen Trikots von links nach rechts erwischt den besseren Start. Askin Yildiz fasst sich einfach mal aus der Distanz ein Herz. Sein guter Schlenzer landet allerdings am Aluminium. In der Folge wird Sparta Lichtenberg immer stärker. Der Favorit presst Türkspor tief in die eigene Hälfte und provoziert Fehler. Nigel Bier prescht hier in einen Pass von Cepney Richtung Karasu. Doch trifft aus Spitzenwinkel nur das Außennetz. Dennoch, Sparta Lichtenberg ist in der Folge die spielbestimmende Mannschaft. Der Aufstiegskandidat kombiniert sich immer wieder klasse vor das Tor und in der 41. Spielminute ist es dann geschehen. Nach Vorarbeit von Kupfer fasst sich Daniel Hensch aus der Distanz einfach mal ein Herz und hämmert das Leder rechts unten ins Eck. Torwart Marcel Machalski kann natürlich nur noch hinterher schauen. Für den 25-jährigen Stürmer ist es das 3. Saisontor im 4. Spiel, das 1:0, dann auch der Pausenstand. Das Türkspor-Trainergespann um Benici ist natürlich nicht zufrieden, die Führung für die Gäste zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Und auch der Start in den 2. Durchgang wird Benici und Co. nicht gefallen. Denn Nils Preuß lässt sich hier kurz vor dem eigenen 16er den Ball abluchsen von Nigel Bier und was der dann macht, ist einfach nur noch Extraklasse. Der 27-jährige Neuzugang, er kam ja gerade erst vom SV Wiesbaden, zieht von links ins Zentrum und haut das Leder einfach mal ins Eck. Damit bestätigt er, dass Sparta Lichtenberg einen richtig guten Griff gemacht hat. In 3 Jahren beim SV Wiesbaden hat er auch einfach atemberaubende Statistiken. In 53 Spielen knipste er ganze 54 Mal. Und mit der 2:0-Führung im Rücken ist Sparta Lichtenberg jetzt die absolut dominante Mannschaft. Marvin Kupfer kommt hier kinderleicht an Cepney vorbei. Das Aluminium verhindert die Entscheidung. Doch der Aufstiegskandidat, er hat das Spiel jetzt komplett unter Kontrolle und drängt jetzt auf die Entscheidung, drängt jetzt auf das 3:0. Kuba Lischpanski setzt sich gegen Brinkmann durch, doch Kapitän Polster haut das Leder in die Wolken. Und so kommt es, dass Sparta Lichtenberg hier noch Chancen hat. Lars Nielsen nach einer Ecke mit dem Kopf deutlich drüber. Die Gastgeber setzen jetzt natürlich alles auf Offensive und versuchen in der Schlussphase hier nochmal irgendwie den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch das bringt natürlich Räume für Sparta Lichtenberg mit sich. Brinkmann spielt einen Fehlpass genau in den Fuß vom eingewechselten Joshua Lang, der den ebenfalls eingewechselten René Robben bedient. Dieser verpasst das 3:0, wenig später ist dann auch Schluss. Sparta Lichtenberg gewinnt bei Berlin Türkspor mit 2:0. Trainer Dragan Kostic ist dementsprechend zufrieden. Ich glaube, dass es erstmal überhaupt nicht einfach ist, hier zu spielen. Ich denke mal, das wird man auch in den Videos sehen, dass das Türkspor eine gute Mannschaft ist, die sehr aggressiv spielt, auch gerade hier zu Hause um jeden Zentimeter kämpft. Und das muss man auch einfach anerkennen. Und unsere Jungs haben gut dagegen gehalten. Und da ist es wirklich nicht einfach, sich durchzukombinieren. Wir hatten sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit, die wir einfach besser ausspielen müssen. Aber am Ende ist das 2:0 völlig in Ordnung. Durch den Sieg springt Sparta Lichtenberg auf Tabellenplatz 4. Der Aufwärtstrend soll am nächsten Spieltag beim SC Charlottenburg fortgesetzt werden.